Moin moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um Die Arvinger Mark im Schatten des Kynhold für Splittermond, herausgegeben vom Uhrwerk Verlag. Viel Spaß! Ja, dies ist also meine allererste Splittermond-Rezension und da möchte ich dann auch beginnen mit der Startregion für Splittermond. Das Grundregelwerk könnt ihr euch natürlich auch ansehen, da braucht ihr noch keine Rezension von mir, eventuell schiebe ich das nochmal nach, falls euch das interessieren sollte, aber dies ist jetzt die Regionalbeschreibung für die Arvinger Mark, eine Startregion, wenn man so sagen mag, und was sich daran befindet, werden wir uns jetzt eben einmal gemeinsam ansehen. Wer sich dafür interessiert, ihr könnt nicht nur das Grundregelwerk, sondern auch diese Regionalbeschreibung kostenlos herunterladen. Dazu einfach mal dem Link folgen unten in der Beschreibung. Und ja, wie gesagt, der Uhrwerk Verlag stellt uns allen dieses Buch umsonst zur Verfügung. Herzlichen Dank dafür. Ja, wir starten in diesem Buch gemeinsam mit der Geschichte und mit dem Leben in der Mark. Warum lebt man dort so, wie man es tut? Das hat natürlich auch wieder ein bisschen was mit der Geschichte zu tun. Wer sich ganz generell für die Geschichte interessiert, der kann sich das in den Regeln, im Grundregelwerk oder auch in dem Weltenband anlesen. Ganz kurz, es gab ein paar Drachlinge, also in Anführungsstrichen Echsenmenschen, die dann die aktuelle kulturschaffenden Völker unterjocht haben, also die Waage, die Menschen, die Elfen, die Zwerge, wie sie alle heißen, alle wurden als Sklaven gehalten und dann kam es zu einem Umsturz, die Echsen wurden zurückgedrängt, es blieben nur noch Ruinen von ihren ja, ehemaligen Städten zurück und die ehemaligen Sklaven konnten sich dann eben so entwickeln, wie sie es getan haben. Und da rührt dann eben auch so bisschen nicht nur diese Arvinger Mark her, sondern auch ganz generell das Verhalten aller Kulturschaffenden untereinander. Es gibt nicht so wirklich Rassismus in der Welt, was ich eben auch ganz schön finde, weil einfach jeder einmal gelitten hat, weil einfach jeder irgendwann mal versklavt worden ist und unter diesem Aspekt sind es einfach jetzt die ganzen Kulturschaffenden leid, dass man sich jetzt aufgrund von irgendwelchen Äußerlichkeiten noch einmal bekriegt. In der Arvinger Markt stehen ein paar dieser Ruinen herum und die sorgen dann unter anderem auch für ein paar Aufgaben. So könnten dann also ein paar Abenteurer ausziehen und versuchen, ein paar Artefakte zu bergen. Aber eben kommen daraus auch ein paar dunkle Kreaturen heraus. Je nachdem, von welchen Türmen wir sprechen oder von welchen Ruinen, von welchen Stadtteilen wir sprechen, kann es eben auch sein, dass ein paar, ja, Kreaturen, ein paar Monster dann in die Umgebung flüchten und diese müssten dann aufgehalten werden, einfach weil man nach Helden schreit. Der Region geht es eigentlich ziemlich gut. Die Bauern fahren sehr regelmäßig reiche Ernte ein. Die Fischer holen ziemlich viel Fisch aus den nahegelegenen Seen und auch dem Meer. Und ja, die Köhler schaffen dann auch regelmäßig Kohle heran. Also man hat hier genug Zeit. Auch die Adligen können sich gegeneinander bekriegen und müssen sich nicht um die, ja, Sorgen und Nöte ihrer Untertanen kümmern, weil es gar nicht so sehr viele Nöte gibt. Ab und zu heuert man mal ein paar Abenteurer an, um dann entweder den Bauern zu helfen oder aber um gegenseitig die Intrigen zu vertiefen. Und dazu können dann natürlich auch die Abenteurer benutzt werden. Je nachdem, was man hier vorhat, kann man also recht klassische Fantasy spielen. Man kann aber eben auch in die Politik eindringen, wenn man denn dazu Lust hat. Es wird ein bisschen was zu dem Essen beschrieben, was ich immer ganz stimmig finde. Das gibt es in anderen Regionalwerken von Splittermond auch. Die Regionen unterscheiden sich da dann doch recht stark voneinander und das macht immer ganz, ganz viel Spaß, so dann zu lesen, was die Leute hier dann essen, wie sie sich dann eben auch so ein bisschen die Zeit vertreiben, was sie für Kleidung tragen, welche Waffen. Das könnt ihr hier an den Überschriften alles sehen. Und ich finde, das ist ganz stimmig geschrieben und macht Spaß und macht Lust auf mehr. Ja, es wird natürlich noch ein bisschen was zu den Göttern in der Region erzählt und auch zu der Magie. Hier ist nochmal ganz interessant, dass es einen Mondsteinschmuggel gibt, beziehungsweise ein dazugehöriges Gesetz, was den Schmuggel untersagt. Da, als der Mond damals gesplittert ist und auf die Erde runtergestürzt ist,
Da hat das Kaiserhaus beschlossen, dass sämtliche Mondsplitter ihnen gehören. Und ja, das ist dahingehend ganz interessant, dass der Schmuggel untersagt ist, aber selbst wenn man mit so etwas angetroffen wird, dann ist das nicht sonderlich von Interesse. Es steht einfach nur in diesem Gesetz, dass man das offiziell nicht darf, aber selbst wenn man, wie gesagt, von der Stadtwache aufgegriffen wird und die Größe nicht sonderlich überschritten wird, dann hat das kaum Auswirkung. Man sollte sie nur nicht außerhalb der Landesgrenzen bringen, aber ja, wie gesagt, wen das interessiert mit diesem Mondsteingesetz, was sich eigentlich ganz lustig liest, der darf hier gerne nochmal reinsehen. Ja, es wird natürlich auch noch ein bisschen die Flora und Fauna beschrieben und dann kommt es zu Beschreibung von einzelnen Städten und Orten oder eben auch kleineren Regionen, wie dann eben auch auf der rechten Seite zu sehen, die nördlichen Wälder. Die Bilder, die hier gewählt worden sind, finde ich auch sehr schick, sehr schön, finde so seinen ganz eigenen Stil in Splittermond. Und ja, wenn ihr euch dann mal auf der linken Seite anseht, wie dann Städte beschrieben werden, also hier Birborn mit 21.000 Einwohnern, also doch schon recht groß, wird hier noch als größte oder zweitgrößte Siedlung beschrieben. Und da kann man schon eine Idee bekommen, wie sich Birborn dann eben von den Sieben Gräbern abhebt oder vom Falkensee. Das ist jetzt nicht sonderlich viel, was hier beschrieben wird, aber es gibt eben eine Idee, lässt dann eben noch viel Platz für einen White Spot. Also das ist ja auch immer das, was bei Splittermond recht häufig auffällt. Man bekommt immer so ein paar Beispiele gegeben, was dort passieren könnte. Ja, paar regionale Flares. Aber es wird hier nicht ganz so sehr detailliert drauf eingegangen, wer ist der Bürgermeister, wer ist der Büttel, wie bei beispielsweise dem schwarzen Auge, was ja auch viele noch zu stören scheint. Und hier kann man dann innerhalb dieser doch recht großen Stadt, wie gesagt, 21.000 Einwohner, dann haben wir hier 17.000 am Falkensee, da kann man doch noch ganze Menge noch selber machen. Und das finde ich eben schön gelöst. Das macht mir einfach Spaß, wenn ich da dann selbst kreativ tätig werde darf, ohne dass ich da irgendeinen Metaplot in Anführungsstrichen kaputt mache. Was mir in dieser Region auch besonders gut gefällt, ist, dass es beispielsweise jetzt im Gegensatz zu Dackalsmühe, also einer moorigen Region oder der Flammensenke, wo es dann überall viele Vulkane gibt und sehr viel Feuer, hier in dieser Einsteigerregion kann man quasi ja alle spielen. Wir haben große Wälder, die im Norden liegen, wir haben Sümpfe, die irgendwo in der Mitte liegen, gerade da dann eben auch, wo sich dann die Ruinen langziehen und da kann ich ein besonders düsteres Setting aufbauen, was dann ja spannend ist, bedrohlich, Horror. Ich kann an der Küste spielen und da dann eher so einen Seefahrtsplot aufziehen mit ja eher Reise und Deckung, wo man dann eher getrieben wird von den nächsten Horizonten. Ich kann natürlich auch in den großen Städten spielen, da kommt auch gleich noch eine schöne Karte, der dann die Stadt ein bisschen weiter ausbeschrieben wird. Oder ich kann tatsächlich auch ins Gebirge vordringen, wenn ich dann eben im Gebirge spielen will. Und die Reiserouten, die sind alle sehr bequem erreichbar, wenn man dann eben in dieser Region, in dieser Startregion bleibt. Und man lernt dann Splittermond auf seine ganz eigene Art und Weise kennen. Wie gesagt, je nachdem, welche Stimmung der Spielleiter gerne erzeugen möchte, kann er dann hier eben nach Norden, Osten, Süden oder Westen gehen. Und ja, das gefällt mir ziemlich gut. In den Bergen gibt es dann natürlich auch noch ein bisschen Schnee, je nachdem, wie hoch ich dann gehe. Und auch da kann man dann wieder so ein bisschen in den Überlebensaspekt mit reinbringen, wenn man dann in der Kälte versuchen will, seinen Unterschlupf zu finden. Ja, wie ist dann so eine Stadtbeschreibung aufgebaut? Wir sehen jetzt hier Arvingen, die Hauptstadt der Mark. Und ja, wir können dann hier auf der rechten Seite die Karte sehen, gemeinsam mit einer Legende und auch einem Maßstab, der angegeben ist. Das sorgt einfach dafür, dass dann die Stadt angenehm groß ist. Da passen natürlich auch ein paar Leute rein. Das ist bei anderen Systemen ja manchmal nicht so der Fall, dass dann die Legende zu klein ist, die Stadt ist zu klein oder es wohnen zu viele Leute drin. Hier ist das eigentlich okay. Wir haben dann, wie gesagt, noch einmal ein paar Orte hier gegeben. Die Burg, der Marktplatz, Tempel von einem Gott, ein paar Herbergen, die hier gegeben sind, ganz exemplarisch. Wie ihr dann aber auch an den Zahlen sehen könnt, ist es noch genug Platz für eigene Gebäude, wenn ihr da so irgendwo was reinsetzen wollt.
Der Rest ist dann wieder Whitespot von dieser Karte, von dieser Stadt. Wenn ihr also meint, dieses eine Haus, was am Marktplatz liegt, das gehört dann irgendeinem anderen adligen Herrscher, den ihr euch selber ausgedacht habt, dann ist das so. Und da wird euch dann keiner mehr reinreden. Wie gesagt, diese Flecken, die sind hier beschrieben. Meinetwegen Nummer 7, das Rathaus, direkt in der Mitte mit dem Gasthaus. Das ist da, das steht an dieser Stelle. Aber alles andere ist dann, ja, eurem eigenen Gutdünken überlassen. Finde ich eben auch ganz schick, dass man innerhalb einer Stadt auch noch ein paar Whitespots hat. Ein paar Leute, die man dann selber beschreiben kann. Und wenn wir uns mal anschauen, wie ungefähr so etwas aufgebaut ist, dann schauen wir mal auf die Beschreibung. Meinetwegen hier die Kapelle im Spital der Helfenden Hand. Die Nummer 19 ist das hier. Das sind dann, ja, ein paar Zeilen, die man sich hier durchlesen kann. Dann weiß man, was ungefähr in dieser Kapelle so abgeht. Da stehen dann vielleicht mal ein paar Namen drin von irgendeinem Priester, der hier dann dazugehört. Vielleicht steht auch kein Name drin, dann kann man sich selber eben einen ausdenken. Manchmal heißt er dann Finn, manchmal heißt er Robak. Das ist dann euch überlassen. Jedes gute Fantasy-Abenteuer braucht natürlich Gasthäuser, damit man dort dann sein Bier trinken kann und am meinetwegen schwarzen Brett, wenn man denn lesen kann, sich seine Aufträge zusammensucht. Ja, das ist nichts, was überraschen sollte. Und das ist das, was Splittermond eigentlich genau richtig macht. Nachfolgend zwei Abenteuer, die ich an dieser Stelle nicht spoilern möchte. Zwist der Geschwister spielt eben auch direkt hier, hat noch ein paar neue Gebäude dann eingezeichnet oder eben auch ein paar wichtige für dieses Abenteuer, die dann innerhalb dieser Stadt spielen. Wer das also spielen möchte, ich kann es empfehlen. Ich hatte viel Spaß, als ich es vor ein paar Jahren gespielt habe. Hat mir gut gefallen. Also das befindet sich dann eben gemeinsam mit einem anderen zweiten Abenteuer noch hier in diesem Buch. Und dadurch, dass es eben umsonst hier herunterladbar ist, nochmal die Empfehlung. Ladet euch das runter, lest euch die paar Seiten. Es ist ja wirklich nicht viel. 26 Seiten kann man sich nochmal schnell ansehen, kann man sich dann ja so ein bisschen über die Arwinger Mark schlau machen, kann sich überlegen, ob man drin spielen möchte und bekommt dann, wie gesagt, gleich zwei Abenteuer mitgeliefert. Ja, wer es ein bisschen düsterer haben möchte, der geht dann in das Seelenmoor und spielt das Abenteuer Seelenqual. Hier habe ich dann diese Seite einfach mal rausgesucht, damit man hier auch noch eine zweite schöne Karte sieht, die mir auch relativ gut gefällt. Auch hier wieder mit einer ordentlichen Legende angegeben. Und wer dann hier so einen kleinen Castle Crawl haben möchte und dann hier ein paar ja, Monster totschlagen möchte, der kann das hier gerne tun. Wie gesagt, ich finde sie als Abenteuer relativ gut gelungen, weil man die Mechaniken einfach gut lernt. Und wenn man die beiden Abenteuer gespielt hat, dann hat man einen so ein bisschen Stadtabenteuer, einen so ein bisschen Reiseabenteuer mit, ja, mit Sumpf und Moor und ein paar dunklere Aspekte. Und dann kann man sich eigentlich, entweder man bleibt natürlich in der Region und kann dann seinen Heldengrad so ein bisschen erhöhen, oder aber man zieht dann aus in, ja, Richtung Dackertsmühe oder der Flammensenke oder wo auch immer man dann hin möchte, kann dann natürlich über die Kristallsee noch ein paar andere Abenteuer spielen. Hier könnte man dann das Geheimnis des Krähenwassers spielen, wenn einem das denn einfiele. Ja, es folgen dann natürlich noch die Anhänge, die sind dann noch gegeben mit weiteren Handouts, weiteren Karten, also unter anderem eben auch die Karten, die ich euch schon gezeigt habe. Natürlich auch noch ein Index, der hinten nicht fehlen darf. Und noch einmal die Karte der Arwinger Mark, aber auch die bekommt ihr kostenlos so auch zum Herunterladen als Dreingabe vom Uhrwerk Verlag. Also einfach mal in die Beschreibung von meinem Video schauen und dann dem Link folgen, der euch dann zum Uhrwerk Verlag führt, beziehungsweise zu Splittermond. Gut, kommen wir zur Bewertung von diesem Regionalwerk Zeichnung und Layout. Ja, hier finde ich die Zeichnung an sich okay beim Layout. Ich finde dieses Splittermondblau, Himmelblau, ich bin mir nicht ganz sicher, ist es irgendwie komisch. Mir gefällt es persönlich nicht, aber sie haben sich dafür entschieden und sie ziehen es durch. Von daher ist das okay. Ich kenne aber auch einige Leute, die wegen diesem Himmelblau ihr Regal ein bisschen haben umgestellt. Und, naja, gut. Ich gebe hier 3,5 von 4 Punkten. Ich ziehe halt ein bisschen was für dieses komische Blau ab. Mir persönlich gefällt das nicht, aber alle anderen werden hier dann auch nicht wirklich meckern können, wenn ich hier einen halben von 4 Punkten abziehe. Redaktion und Struktur. Ja, auch hier 3,5 von 4. Generell bin ich mit der Struktur und auch mit der redaktionellen Arbeit komplett zufrieden. Ich
hätte es, glaube ich, besser gefunden. Ich kann natürlich verstehen, warum man es so macht, wenn man es als Buch druckt. Aber jetzt in dieser PDF-Variante hätte ich es, glaube ich, noch mal ein bisschen besser gefunden, wenn man da dann zwei Bücher draus macht. Und zwar einmal eine reine Regionalbeschreibung und dann im späteren Verlauf die zwei Abenteuer in eine Anthologie packt. Ich glaube, da hätte ich einen kleinen Trennstrich gezogen. Dann werden das zwei schmalere Bücher. Da weiß ich natürlich nicht, wie das dann mit den Verkäufen aussieht, aber jetzt gerade in dieser PDF-Variante hätte ich dann ein reines Regionalwerk und eine reine Abenteueranthologie hätte ich hier besser gefunden, aber auch hier ziehe ich eben nur einen halben Punkt dafür ab. Recherche, es ist ein bisschen was gegeben, es ist auch viel freigelassen. Das ist eben diese ganz typische Splittermond-Manier. Man kann da im Gegensatz zu DSA, kann man da sein eigenes Süppchen kochen, was mir ziemlich gut gefällt. Man muss da natürlich kreativ sein, man kann sich eben auch an denjenigen Sachen orientieren, die da gegeben sind und kann da dann mit weniger Aufwand sein eigenes Zeug draus machen. Ja, wenn man irgendwas sucht, dann hätte man hier noch ein bisschen mehr reintun können, glaube ich. Gerade jetzt zu so düsteren Wäldern, düstere Sümpfe, vielleicht ein paar Adjektive noch reinpacken, wie man dann diese Region beschreiben kann. Die Berge, den Schnee. Gut, dann, wenn man eben sich die anderen Regionalwerke dazu ansieht, dann kann man jetzt beispielsweise für diesen Sumpf, da kann man eben im Dackertsmühlband nachsehen. Da sind dann nämlich eben unzählige Beschreibungen von verschiedenen Mooren. Aber in diesem Band kommt die Recherche dann doch ein bisschen kurz. Wenn man eben mal was sucht zu einem besonderen Ort, dann wird man es hier so nicht finden. Es wird dann hier eine Baronie ja auf ein paar Zeilen abgehandelt und der Rest ist dann zum eigenen Ausschmücken gedacht. Wie gesagt, wenn ich da drin spiele, dann wäre es vielleicht noch ganz gut gewesen, wenn man in diesem Band ein bisschen mehr hat. Aber das ist, wie gesagt, für umsonst ist es total in Ordnung. Da kann man sich dann natürlich noch ein bisschen mit einem zweiten Regionalband eindecken. Das soll erstmal Lust auf mehr machen und das tut es auf alle Fälle. Und damit kommen wir auch zu den Bonuspunkten. Das Buch macht nichts bis sehr wenig falsch. Ich habe dann ja schon bei der Struktur angesagt, dass ich da gerne einen reinen Regelband und beziehungsweise einen reinen Abenteuerband und einen reinen Regionalband draus gemacht hätte. Daher ziehe ich da oben einen Punkt ab, aber hier bei den Bonuspunkten tue ich das dann nicht mehr. Für das, was der Band sein will, kann ich da nicht meckern. Mir gefällt er gut und damit gebe ich 4 von 4 Punkten. Und damit fehlen dem ganzen Buch 2 und wir kommen auf die 14 von 16 Punkten. Gut, damit bin ich an sich fertig mit dieser Rezension. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt mir das gerne. Wenn euch auch irgendwas gefehlt hat, dann sagt es mir auch gerne, damit ich dann eine nächste Rezension zu Splittermond noch ein bisschen tiefer verknüpfen könnte. Wenn ich dann eben auch nochmal diese Abenteuer besprechen soll, würde ich das, glaube ich, in einem zweiten Video machen, damit das dann eben nicht innerhalb dieses Videos gespoilert wird. Und das ist mir eben ganz wichtig, dass in so eine Besprechung, ja, der das Ganze spoilerfrei bleibt. Gut, damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.